Zur Feier des 203. Jahrestages der Unabhängigkeit Perus, einem Tag der Freude für alle, wurde ein besonderes Konzert organisiert. Die Musik ist die Sprache der Engel, ist ein Zitat des renommierten Historikers und Kritikers Thomas Carlyle. Heute findet im Stadttheater von Lima eine besondere Veranstaltung mit dem Ziel statt, durch klassische Melodien, die wunderschöne Sprache der Engel, eine kulturelle Kommunikation zwischen Korea und Peru herzustellen. Die Gemeinde Gottes des Weltmissionsvereins, die in diesem Jahr ihren 60. Jahrestag feiert, veranstaltete zur Feier des 203. Jahrestages der Unabhängigkeit Perus ein Konzert der Hoffnung. Viele prominente Persönlichkeiten aus verschiedenen Teilen Perus besuchten die Konzerthalle. Es ist wundervoll, dass dieses Konzert zum Jahrestag der Unabhängigkeit Perus organisiert wurde. Es war auf jeden Fall eine Ehre, an dieser Veranstaltung teilzunehmen, besonders zur Feier unseres 203. Jahrestages der Unabhängigkeit Perus. Im Namen des Nationalen Rates für Bildung grüßen und gratulieren wir der Gemeinde Gottes zu ihrem 60. Jahrestag. Wir sind sehr beeindruckt und bewegt von der Arbeit, die Sie nicht nur in Peru, sondern weltweit leisten. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich zu dieser großartigen Veranstaltung zum Gedenken des 60. Jahrestages der Gemeinde Gottes eingeladen worden bin. Es ist eine Ehre, bei einem so wichtigen Ereignis hier zu sein und die 60 Jahre der Aktivitäten nicht nur in unserem Land, sondern in 175 Ländern auf der ganzen Welt zu feiern. Presentaré al representante de la Iglesia de Dios, el primer pastor Kim Yuchol, quien nos visita desde Corea del Sur. Saldrá y dará unas palabras de apertura para dar inicio a esta ceremonia. 하나님의 교회 설립 60주년과 페루 독립 203주년을 맞이하여 이곳 페루에서 희망의 콘서트를 개최할 수 있도록 허락해 주신 엘로힘 하나님께 무한한 감사와 영광을 돌립니다. 1964년 재림 그리스도 안상님께서 설립하신 우리 하나님의 교회는 지난 60여 년 동안 종교 암흑 시대에 사라져버린 새 언약의 진리를 복구하였습니다. 그리고 구원의 요체가 되는 어머니 하나님의 진리를 많은 도전과 시련을 이겨내며 전파하였습니다. 오늘의 희망 콘서트는 하나님의 교회 설립 60주년과 페루 독립 203주년이라는 역사적인 순간을 함께 기념하며 또 더 나은 미래를 향한 희망과 결의를 다지는 자리입니다. 앞으로도 하나님의 교회는 아버지 하나님과 어머니 하나님의 가르침을 따라 페루와 한국을 비롯한 전 세계 이웃들과 함께 사랑과 희망을 나누는 일에 최선을 다할 것입니다. Pastor de la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, Chuchol Kim, y a todos quienes se han hecho presente para poder compartir y llenar nuestro corazón, el alma de Dios Padre y Dios Madre, por estar aquí juntos nosotros. Quiero felicitarles por ese gran ejemplo que nos dan. No solo llevan la obra de Dios y de nuestra madre Omoni, que aprendí también hoy día este término, en la palabra, sino también
lo llevan en la acción. Y efectivamente el mundo tendría menos problemas si todos nosotros nos unimos y empezamos a desarrollar estas obras de acción a favor de nuestros hermanos. Quiero felicitar a la Iglesia de Dios por este evento tan importante, por tener su 60º aniversario, por todo el bien que hacen a la humanidad, por los 3,5 millones de seguidores firmes y por los millones de habitantes que en el Perú siguen a la Iglesia de Dios Padre y Dios Madre. Fuertes aplausos. Bei der Veranstaltung zur Festigung der Freundschaft zwischen den beiden Ländern erhielten ASES, die studentische Freiwilligengruppe der Gemeinde Gottes, ASES WAU, die Freiwilligengruppe der jungen Erwachsenen, und ASES STAR, die schulische Freiwilligengruppe, alle Anerkennung. Nach dem ersten Teil der Veranstaltung begannen die Aufführungen klassischer Musik. Esperar.
Que sigo viviendo contigo, Perú. Me daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Me daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra. Aplausos, por favor. Es war eine wirklich bewegende Aufführung. Ich war heute beeindruckt von dem Messias-Orchester der Gemeinde Gottes beim Konzert der Hoffnung. Der 203. Jahrestag der Unabhängigkeit bedeutet die Zeit der Freiheit und Verantwortung. Es gab sowohl gute als auch schlechte Zeiten, aber wir haben Hoffnung. Das ist die Botschaft, die wir heute durch das brillante und wunderschöne Konzert empfangen haben. Es ist wirklich wunderschön, es ist notwendig, an solchen Veranstaltungen teilzunehmen. Die schönen Melodien und die Musik bereichern unsere Seelen. Ehrlich gesagt erfüllten das Konzert, die wunderschönen Melodien und die Nationalhymne Contigo Peru unsere Herzen. Sie haben uns motiviert und uns die Kraft gegeben, uns weiterzuentwickeln. Ich bin heute Abend sehr bewegt. Es ist bewegend, die Hingabe des Orchesters für dieses Konzert zu sehen. Ich bin sehr, sehr erfreut über alles, was ich gesehen habe. Herzlichen Glückwunsch an die Gemeinde Gottes dafür, dass sie bei der Verbreitung des Wortes Gottes, das in dieser Welt gebraucht wird, ein großartiges Werk verrichtet. Ich war sehr bewegt, besonders von Contigo Peru. Ich habe Tränen vergossen, als ich zugehört habe, wie der Chor mit solcher Leidenschaft das Lied singt, das wir in Peru so sehr lieben. Ich richte meine Dankbarkeit und meinen Respekt der Gemeinde Gottes des Weltmissionsvereins aus. Dieses Konzert war sehr bedeutungsvoll. Es hat mein Herz mit Hoffnung erfüllt. Wir sind sehr dankbar für Ihre freiwilligen Aktivitäten, dafür, dass Sie Ziele für eine nachhaltige Entwicklung erreichen und auf Notsituationen in Peru reagieren. Der Grund, aus dem Peru von der langjährigen Unterdrückung und der Sklaverei befreit wurde, war, dass es die Hoffnung nicht verlor und sich innig den Tag der Freiheit wünschte. Aus diesem Grund ist das heutige Konzert der Hoffnung für Peru, das von der Gemeinde Gottes organisiert wird, sehr bedeutungsvoll. Wir unterstützen die wunderschöne Kommunikation zwischen der Gemeinde Gottes und Peru.